Heute zeigen wir dir, wie du die neue Aufgabe zur Worldbreaker-Karte von Mukihela am einfachsten schaffen kannst. Viel Spaß mit dem Video! Im Rahmen der neuen Worldbreaker-Promo ist auch eine Aufgabe rausgekommen. Hierbei bekommst du diese starke Karte von Mukihela. Er ist mit den Werten der vielleicht beste Rechtsverteidiger der Bundesliga. Er bringt viel Tempo und Physis mit und ist als Franzose mega einfach zu verlinken. Die Aufgaben musst du alle in dem neuen Live-Foot-Freundschaftsspielmodus Worldbreaker spielen. Hierfür ist die einzige Bedingung, dass du in der Startelf mindestens 5 Bundesligaspieler und einen Franzosen hast. Diese Spieler brauchst du aber eh in deinem Team, um die Aufgaben abzuschließen. Der Worldbreaker-Modus ist ansonsten gleich wie normales Gameplay. Leider kann man den Modus nicht zu zweit in Koop spielen. Für die Aufgabe hast du insgesamt 11 Tage Zeit, also bis übernächsten Dienstag. Jetzt siehst du ein Team, mit dem du zum einen die Bedingungen erfüllst und die folgenden Aufgaben für Mukihela einfach schaffen kannst. Das Team kostet aktuell plus 10.000, kann aber auch noch steigen. Bei der ersten Aufgabe musst du insgesamt 4 Tore mit Bundesligaspielern per Flanke vorbereiten. Diese kannst du auch alle in einem Spiel erzielen. Wie du am besten Tore per Flanke erzielen kannst, siehst du in dem Video in der Infokarte. Stell dir hierfür am besten Bundesligaspieler auf den Flügel, wie im Team zu sehen. Diese Aufgabe sollte man früh schaffen, da man hier den Leihspieler Mukihela kriegt. Den kann man gut für die zweite Aufgabe verwenden. Hier musst du insgesamt 5 Tore mit französischen Verteidigern vorbereiten. Hierfür eignet sich natürlich Mukihela gut. Für die Aufgabe kannst du entweder in-game deine Außenverteidiger auf die Flüge ziehen oder offensiv starke Verteidiger einwechseln. Bei der dritten Aufgabe musst du einfach in 6 separaten Spielen einmal mit Franzosen treffen. In diesem Team ist dafür fast die ganze Offensive französisch. Bei der vierten Aufgabe musst du dafür insgesamt 12 Tore mit Bundesligaspielen erzielen. Hier kannst du mehrere Tore pro Spiel erzielen. In dem Team ist die ganze Offensive aus der Bundesliga, also sollte das leicht gelingen. Die letzte Aufgabe besagt lediglich, dass du insgesamt 6 der Worldbreaker-Spiele gewinnen musst. Die anderen Aufgaben zählen natürlich auch bei einer Niederlage. Wichtig ist, dass die Aufgaben natürlich nicht zählen, wenn du das Spiel quittest. Wir hoffen, das Video hat dir geholfen. Lass uns gerne noch eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.